Ich freue mich sehr auf dieses Panel Digitale Verwaltung. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie, liebe Panelisten, alle da sind. Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde und würden uns dann direkt in die 50 Minuten heiße Diskussion stürzen. Ich habe das Vergnügen, einmal kurz das edle Panel vorzustellen. Hier schon mal angesagt, ergänzen Sie mich gern, wo ich entscheidende Fakten des CVs vergessen habe, die der Erwähnung bedürfen. Ich freue mich, Christoph Fehrenkotte begrüßen zu dürfen, Präsident des Bundesverwaltungsamts BVA, davor ungefähr 20 Jahre im Bundesministerium für das Innern und für Heimat, damals noch ohne Heimat, glaube ich, da unter anderem im IT-Stab und Referatsleitung Sicherheit und Informationstechnik. Tobias Radatz, Vorstandsvorsitzender der TPWD AG und ich sage das einfach mal so, Miterfinder und Mitbauer des Open-Source-App-Baukastens für Kommunen. Christiane Fritsch, ich freue mich, dass Sie dabei sind, seit Juni 2019 Abteilung Digital Leadership der ING Deutschland und damit auch verantwortlich für die Digitalstrategie der Bank, insgesamt schon seit 2012 im Digitalbereich der ING und auch sonst sehr aktiv und ich glaube, daher kennen wir uns auch in der Initiative D21, im Vorstand seit 2020 und auch Vizepräsidentin seit letztem Jahr. Dann haben wir Peter Robischek, Country Manager für Mastercard Deutschland, seit 2017 im Unternehmen, vorher in der Produktentwicklung Deutschland und Schweiz und da insbesondere auch bei den Themen, den klassischen Bezahlverfahren, aber auch den Innovationslösungen rund um Instant Payment und Open Banking. Ich freue mich sehr, wenn Sie dazu heute auch einen Input vielleicht haben. Dann haben wir Sirko Schäffler, seit 1999 Digitalunternehmer, Geschäftsführer und Gründer der Brain SCC GmbH und ganz neu seit November diesen Jahres auch Vorsitzender des Databunds. Schon letztes Jahr. Ich wollte sonst Glückwunsch sagen, immer noch cool, aber Vorsitzender des Databunds, nur ganz kurz, wem das nicht bekannt ist, das ist der Bundesverband der mittelständischen IT-Dienstleister und Softwarehersteller für den öffentlichen Sektor in Deutschland. Schön, dass Sie da sind. Und dann Nadine Schön, wir kennen uns auch schon von ein paar Panels, seit 2021 stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, insbesondere im Bereich Digitalisierung, Bildung und Forschung und jetzt auch seit 2022 stellvertretende Leiterin der Fachkommission Humane Digitalisierung im Rahmen des Grundsatzprogrammsprozesses der CDU und uns allen natürlich bekannt, Veröffentlichung des Buches 2020 mit Thomas Heimann, Neustart, Politik und Staat müssen sich ändern. Ich bin sehr gespannt, was sich seit dem Buch verändert hat und was Sie hier heute einbringen können. Bevor wir in die Diskussion starten, würde ich einmal ganz kurz um eine Blitzrunde bitten. Ich hatte Sie kurz vorgewarnt, und zwar jede einmal, was wäre Ihr Hashtag jetzt gerade 2023 zum Stand oder Ihre Aussicht oder Ihren Blick auf digitale Verwaltung? Also in einem Schlagwort oder drei Schlagworte zusammengeschrieben in einem. Sie wissen, was ein Hashtag ist. Beginnen wir gerne bei Ihnen, Herr Radatz. Oh je, ich würde sagen, Hashtag ist jetzt mal los, weil wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit aus diversesten Gründen. Perfekt, danke. Hashtag nice try. Hashtag accelerate. Mhm. Zu langsam. Schneller und mehr. Standards und Wettbewerb. Herzlichen Dank. Der Tenor ziemlich eindeutig, auf jeden Fall schneller war viel dabei. Da war auch schon ein bisschen Lösung mit mehr Wettbewerb und Standards. Und insgesamt ist aber rauszuhören, offensichtlich noch nicht ganz da, wo wir vielleicht alle sein wollen. Ich freue mich sehr, dass wir in der Zusammensetzung hier praktisch alle Bereiche abgedeckt haben zwischen öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft, aber auch Bürger-Bürgerinnen-Perspektive. Und in Summe möchte ich gerne über die nächsten gut 50 Minuten mit Ihnen durch die Themen, wie sieht es insgesamt aus, digitale Verwaltung in Deutschland und was sind auch die akutesten Herausforderungen, an die wir jetzt ran müssen und dann gern ein bisschen tiefer in die Themen, aber auch, wo uns die Diskussion hinführt, selbstverständlich, aber einmal in das Thema digitale Identitäten oder digitale Identität und welche Rolle
kann, muss, sollte das spielen. Und zum anderen auch, klar, um generative KI kommt man ja nun als Thema nicht drum rum derzeit. Welche Rolle kann, muss das spielen, auch im Zuge der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, und kann das vielleicht sogar Lösung sein für diese, für viele Dinge, an denen wir uns seit Jahrzehnten irgendwie sonst abarbeiten. Aber starten wir mit dem allerersten. Digitale Verwaltung in Deutschland, wie ist es um die eigentlich bestellt? Ihre Sicht sozusagen aus Ihrer Perspektive, gern auch provokativ formuliert. Und dann, was ist aus Ihrer Sicht die zentrale Herausforderung oder die zentralen Herausforderungen, an die wir jetzt ran müssen? Und wenn Sie die Lösung schon im Kopf haben, schmeißen Sie die gerne auch hinterher. Vergessen Sie aber nicht, wir sind 6 Panelisten, haben gut 50 Minuten. Bringen Sie es gern steil auf den Punkt. Ich habe keine Priorliste im Kopf, sozusagen. Wer möchte gern gleich als Erste, sonst wähle ich Freiwillige aus. Dann sind Sie es. Ja, wo stehen wir bei der digitalen Verwaltung? Ich glaube, an den Hashtags hat man schon gemerkt, wir alle sind unzufrieden mit dem Stand der digitalen Transformation unseres Landes. Und wir haben gerade in den Krisen gesehen, wie wichtig es ist, dass wir dort vorankommen. Wir sehen es auch, wenn wir uns im weltweiten Wettbewerb vergleichen, dass es einfach Regionen gibt, die viel schneller sind, die vielleicht vor ein paar Jahren noch auf dem Stand waren wie wir, aber massiv aufgeholt haben. Also ist es ja machbar, und es muss natürlich Anspruch eines Industrie- und Innovationslandes sein, das zu machen. Wir sind in den letzten Jahren mit Online-Zugangsgesetz etc. ein Stück vorangekommen, aber man müsste jetzt eben auch das Thema breiter denken, Staatsmodernisierung als großes Thema verstehen und auch die einzelnen Initiativen schneller umsetzen. Das war im Koalitionsvertrag der Ampel eigentlich ganz gut hinterlegt, aber ich finde, seitdem passiert halt nichts. Und das Hauptproblem, Sie haben ja gefragt, woran liegt es? Das Hauptproblem ist natürlich das föderale System. Wir haben die Selbstverwaltung der Kommunen und das Blick auf Wettbewerb und Standardisierung, da die richtigen Instrumente zu finden, da haben wir ein paar Jahre für gebraucht. Ich finde, wir haben jetzt aber viele Erkenntnisse und jetzt müssten die auch in den neuen Gesetzen, den neuen Initiativen auch umgesetzt werden. Herzlichen Dank. Das war ja so ein bisschen direkt die Vorlage Richtung Wettbewerb und Standard. Richtig. Also die Fachverfahrenshersteller hätten gerne früher bei der OZG-Umsetzung mitgemacht. Und dass wir jetzt also eine Änderung der Begrifflichkeiten haben, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also dass wir jetzt wirklich über digitale Verwaltung sprechen, weil was nutzt es uns, dass wir ein Frontend bauen, was dann also in einem Medienbruch endet und wir also dann keine durchgängige Verarbeitung haben. Also so würde kein Unternehmen dort Prozesse digitalisieren. Und ich glaube, diese Durchgängigkeit erreichen wir nur, also wenn wir über Standards und Wettbewerb Strukturen schaffen, dass also auch Innovationen dort Platz haben. Und wir brauchen auch Innovationen im Verwaltungshandeln. Ein Databund gibt es seit 2006. Es gibt dort extrem viel Erfahrung auf der letzten Meile, wie man also auch die Arbeit eines Sachbearbeiters im Kleinen verändern kann. Es gibt dort auch ganz grundlegende Erkenntnisse und Vorschläge, wie man die Rahmenbedingungen insgesamt verändern kann. Man muss, wenn das möglich ist, an die Rahmenbedingungen ran. Das war also auch, wo ich das OZG das erste Mal vor 5, 6 Jahren gehört habe, fand ich das sehr, sehr gut, dass man sagt, man macht es nutzerfreundlich und überlegt, wie man also auch die Rahmenbedingungen ändern kann. Und das gilt eigentlich auch heute. Und Hersteller brauchen auf allen Ebenen, wo sie tätig sind, Rahmenbedingungen, Basiskomponenten, mit denen sie in den nächsten Jahren planen können. Also es geht nicht darum, dass wir uns im Kleinen dort digitalisieren. Wir müssen dort schauen, dass wir hier insgesamt bundesweit ganz einheitlich die Dinge dort vorantreiben. Und dafür brauchen wir halt eben nicht föderalistisch Einzellösungen, auch keine kommunalen Einzellösungen. Also wir müssen halt dort das im Ganzen deutschlandweit dort denken. Und das kann man auch gemeinsam mit den Basiskomponenten, den Fachverfahrensherstellern und den Gremien, die dort geschaffen sind, dort denken. Und da hat uns einiges gefehlt. Also, dass man einfach nicht im Sinne guter Standardisierung die Informationen bekommen hat. Man hat versucht, zu sehr aufs Tempo zu drücken und dann die ein oder andere Schleife, die man hätte vielleicht drehen müssen, nicht gemacht. Am Ende kam es dann aber doch raus. Und wir sehen ja jetzt, wir haben jetzt noch am Ende 15 Fokusleistungen von 575. Und selbst da ist es schwierig, dort ins Rollout zu kommen. Und ich glaube, der Fokus weg, nur auf online zu schauen, sondern dass man das jetzt insgesamt als digitale Verwaltung auch von der Begrifflichkeit her fasst, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben
haben heute Morgen ja den, was mich sehr gefreut hat, dass wir heute Morgen auch den neuen FITCO-Präsidenten Dr. André Göbel heute gehört haben, weil bei der FITCO liegt ganz, ganz viel Verantwortung. Also dass dort auch federführend dauerhaft auch diese Rahmenbedingungen für den Austausch zwischen den einzelnen Beteiligten, zwischen Bund, Ländern und aber auch den umsetzenden Dienstleistern dort geschaffen werden. Und letzter Satz noch dazu, man darf auch nicht das Personal in den Kommunen oder in den öffentlichen Einrichtungen vergessen, weil wenn die nicht mitmachen und in ausreichendem Maße, und da machen wir uns als Dienstleister schon größere Sorgen, dass wir oft am Tisch niemanden mehr auf der anderen Seite sitzen haben, weil wir müssen mit denen ja gemeinsam die Projekte machen. Also es ist ja nicht IT, sondern wir reden ja über Organisationsveränderungen. Und das heißt also, wir müssen dort die Organisationen mitnehmen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir das als System betrachten. Und das, glaube ich, ist etwas, was ich mir wünsche und wo ich auch optimistisch bin, dass also jetzt auch mit der neuen FITCO-Führung wir dort also auch eine neue Qualität des Dialogs dort bekommen. Weil im Moment, das sieht vielleicht heute anders aus bei dem einen oder anderen, aber meine Beobachtung war, in den letzten Jahren lag es nicht an finanziellen Mitteln, sondern es gab in überwiegendem Maße, sogar sehr ausreichendem Maße finanzielle Mittel. Wir hatten das Problem, diese Dinge einfach organisatorisch dort auf die Strecke zu bringen. Das ist natürlich bedauerlich, dass wir Geld bereitgestellt haben. Im Bundestag muss man ja sagen, ist Dankeschön, dass das auch bereitgestellt worden ist. Aber wir wollen natürlich auch mit dem Geld was erreichen und umsetzen. Und ich glaube, da muss man ganz dringend ran, dass die PS dann also auch wirklich dann organisatorisch gemeinsam in einem System der guten Zusammenarbeit auf den Weg gebracht werden. Herzlichen Dank. Auch da ja durchaus Optimismus mit drin. Vielleicht jetzt einmal Schwenk auf den Blick aus der Privatwirtschaft. Frau Fritsch, wie ist denn Ihr Blick? Also grundsätzlich geht es ja um digitale Prozesse, die von Menschen durchgeführt werden müssen, irgendwie. Und dann ist es natürlich am besten, sie werden nicht irgendwie gebaut, sondern sie werden so gebaut, dass sie die Menschen auch in ihrer Lebensrealität irgendwie abholen. Wo sind die Leute heutzutage unterwegs? Auf ihrem Smartphone. Also die Prozesse müssen mobil funktionieren, sie müssen seamless sein, ohne Kanalbrüche, einfach, leicht verständlich, sodass man nicht mittendrin abbrechen muss und nicht mehr versteht, was man eigentlich machen wollte oder was man jetzt machen muss. Solche Prozesse führt man ja auch nicht täglich durch. Also ein Verwaltungsprozess als Bürger vielleicht 2-3 Mal im Jahr. Und dann habe ich auch keine Lust, mich da jetzt großartig mit zu beschäftigen. Das muss einfach funktionieren. Also das sind Takeaways, die wir aus der Privatwirtschaft, ich bin ja bei der ING für die digitalen Kanäle verantwortlich, immer wieder berücksichtigen, immer wieder schauen, wie können wir unsere Kunden am besten abholen, wie sind die Prozesse am besten, wie können wir unsere Prozesse auch verändern und nochmal verbessern. Also das wäre so mein Impuls aus der Privatwirtschaft, immer wieder auch in einem agilen Mindset und in einer agilen Arbeitsweise Try, Error, Return sozusagen umzusetzen. Herzlichen Dank. Dann bleiben wir vielleicht kurz in der Privatwirtschaft. Herr Robischek, Ihre Perspektive. Ja, vielleicht gestatten Sie mir zwei Beobachtungen. Mastercard ist ja etwas in die Jahre gekommenes Fintech, 60 Jahre alt. Nichtsdestotrotz machen wir viel Technologie und nicht ausschließlich lustige Plastikkärtchen, mit denen man weltweit bezahlen kann, sondern wir unterstützen auch Städte, Gemeinden, Kommunen, Länder bei Themen wie der Digitalisierung. Und da beobachte ich in Deutschland im Grunde genommen zwei Dinge. Und das gilt auch im Erweiterten für Europa. Wenn man mit den Kommunen spricht und mit Ideen kommt, wie zum Beispiel, wie können wir den öffentlichen Nahverkehr effizienter gestalten und insbesondere das Bezahlen und so Themen wie ID-Based Ticketing dort ausrollen, dann ist dort sehr viel Offenheit für neue Ideen und für Experimente und für Innovation und die Bereitschaft, dort Dinge zu tun. Wenn ich dann aber auf der anderen Seite mir anschaue, was schaffen wir eigentlich für einen regulatorischen Rahmen für diese Themen, dann ist das Symptomatische im Grunde genommen, dass wir mehrere Iterationen brauchen, bis es halbwegs funktioniert. Das gilt für Dinge wie PSD2, das gilt für Dinge wie EIDAS. Ich glaube, diese Begriffe am besten einmal in einem Wort erklären, weil ich glaube, nicht alle im Publikum sind komplett abkürzungsfest. PSD2? Ja. Okay, also sozusagen die Direktive, die es Finanzdienstleistern auferlegt, dass Konsumenten Drittdienstleistern ihre Kontodaten zur Verfügung stellen müssen über offene Schnittstellen, die nicht bepreist werden dürfen. Und nicht nur müssen diese Kontodaten zur Verfügung gestellt werden, es müssen auch Zahlungen ausgelöst werden können. Und da findet sich eben der Anschlusspunkt dann auch in die Verwaltung.
Das gilt aber auch für Themen wie EIDAS oder das OZG, wo wir uns einfach immer wieder iterieren, bis wir da in einen halbwegs brauchbaren Rahmen kommen. Und diese Iterationen kosten unheimlich viel Zeit. Und das hält uns am Ende des Tages unnötigerweise zurück. Ich denke, da kamen schon die richtigen Stichworte aus dem Panel. Sozusagen vom Kunden aus gedacht, ja, wir müssen den Anspruch haben, dass die User Experience in der Verwaltung sich an sowas annähert wie Einkaufen im E-Commerce. Und das ist mit den heutigen technischen Mitteln auch sehr wohl umsetzbar. Der Leidensdruck ist vielleicht nicht ganz so hoch, weil uns hier die Kunden nicht weglaufen können. Die sind halt nun mal darauf angewiesen. Aber das ist kein guter Grund, um das nicht zu tun. Herzlichen Dank. Dann schwenken wir noch einmal direkt, Herr Fehrenkott, ich nehme Sie jetzt in die Pflicht, einmal direkt auf die Verwaltungsseite. Als Präsident des BVA begleiten Sie Digitalisierungsprozesse in zentraler Rolle nun auch schon eine ganze Weile. Vieles von dem wahrscheinlich für Sie nicht ganz neu, was gehört ist, aber was hat sich verändert und wie ist der Stand jetzt und die Herausforderung, die akut ist, die wir jetzt angehen wollen? Also ich kann alles unterstreichen, was gesagt worden ist. Unser Problem in Deutschland ist, wir sind in der Tat, hat Frau Schön recht, sind wir weitergekommen, aber wir stehen immer noch im europäischen Vergleich im letzten Drittel. Das heißt, wir sind nicht nur da, wo wir sein sollen, sondern wir sind an sich in einer beschämenden Art und Weise zurück. Woran liegt das? Über Investitionen kann man streiten, Herr Schäffler, bin ich ein bisschen anderer Auffassung als Sie. Aber es liegt vor allem daran, dass wir immer noch in allen Ebenen, Ministerien, auch von der Politik, die Abgeordnete Schön ist eine rühmliche Ausnahme, aber sonst nicht verstanden haben, um was es bei der Digitalisierung geht. Erstens, vollkommen richtig, ich glaube, Herr Schäffler, Sie haben es gesagt, es geht um Prozessneugestaltung. Die meisten, wenn man mit denen spricht, wandeln das wie so ein IT-Thema, ja, und das ist natürlich Quatsch, ja. Also wenn man Ende zu Ende denkt, wenn man Kundenorientierung will, muss man Prozesse neu gestalten. Das ist für öffentliche Verwaltung immer schwierig, aber in so einem Prozess, wenn es nicht begriffen wird, sowieso. Zweitens, man kann Prozesse nur neu gestalten, wenn man rechtliche Rahmenbedingungen verändert. Ein großes Problem in Deutschland bei der Digitalisierung sind, ich kann es sagen, weil ich zu der Spezies gehöre, die Juristen. Die Juristen in Deutschland stehen fast alle gedanklich in der Welt 50, 60 Jahre zurück. Das heißt, die denken in analogen Welten und so eine Digitalisierung so ein kleiner Zusatz. Man muss ja Zeit entsprechen und so weiter. Gucken Sie mal in allgemeine Verwaltungsrechtsvorschriften überall rein. Und die Schwierigkeiten, was umzusetzen, rühren daher. Weil Sie finden überall eine Community, die sagt, wir wollen innovativ die Dinge verändern, auch in der öffentlichen Verwaltung. Auch viele Beschäftigte, die sagen, wir wollen das anders machen. Aber es traut sich keiner an Rahmenbedingungen ran und da ist man einfach auch nicht innovativ genug. Und drittens, man geht auch nicht professionell vor. Also man darf, jetzt sitzt man in so einem gemischten Podium, also wenn man Richtung Privatwirtschaft guckt, Projekte werden in öffentlicher Verwaltung total amateurhaft umgesetzt. Also überhaupt nicht professionell. Es wird nicht vorher definiert, was man machen will, das Ziel wird nicht definiert, die Ressourcen werden nicht definiert, die Milestones werden nicht definiert, kein Prozess, Projektcontrolling, keine vernünftige Kommunikation, also was man Veränderungsmanagement nennt und. Das heißt, Sie können in 90% der öffentlichen Projekte reingucken, dass die einfach unprofessionell laufen. Das heißt, Bewusstsein, der Anspruch dessen, was man machen will, Juristen sind das Problem, ein bisschen Investition bin ich etwas anderer Auffassung, weil ein paar Dinge müsste man schon anders investieren. Da ist zum Schluss der letzte Legislaturperiode einiges passiert da noch mit den 3 Milliarden, das war alles prima. Das Problem ist, mit den 3 Milliarden, die damals zur OZG gekommen sind, die haben halt alle wach gemacht, ja. Das Bund, Länder und Kommunen, die haben gesagt, ah super, jetzt geht's mal endlich los mit der Digitalisierung in Deutschland. Und dann haben die halt den herben Frust zu Beginn dieser Legislaturperiode bekommen, wo man zum Beispiel festgestellt hat, dass die Partei der Ampelregierung, nämlich die FDP, die am meisten Digitalisierung gefordert hat, das zwar das Digitalisierungsministerium besetzt hat, aber nur ein großes Konzept gemacht hat. Und wenn dann nachgefragt ist, ich glaube, Ihre parlamentarischen Kollegen haben nachgefragt, da hat man dann gesagt, nee, wir haben in 23 nichts und in 24 nichts fürs Budget des Digitalisierungsministeriums. Und in 24 kriegen wir etwas. Es ist ein paar Zahlen schwirren da im Raum. Das ist natürlich vollkommen unterdimensioniert. Also man muss schon wissen, ob man investieren will in die Zukunft oder nicht. Letzter Punkt, auch das ist nicht wirklich verstanden, halt die Dimension für die öffentliche Verwaltung selbst. Ich bin ja Chef einer großen Behörde. Insofern sage ich mal, demografische Entwicklung. Fachkräftemangel spricht man, aber demografische Entwicklung. Wir haben knapp 6.000 Beschäftigte, weil wir 150 Aufgaben haben, 23 Standorte, große Behörde halt. In den nächsten 7,5 bis 8 Jahren gehen fast 40% der Beschäftigten in Ruhestand, ja. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, glaubt irgendjemand, sorry, Frau Nadine Schön, und wir kennen uns, deshalb darf ich noch was sagen, glaubt irgendjemand, dass uns die Politik in den
anderthalb Jahren 40% weniger Aufgaben gibt oder dass man sagt, man macht mal Aufgabenkritik, was der Staat eigentlich leisten muss oder nicht. Vielleicht minimalistisch, ein bisschen was, aber sonst halt nicht. Und das heißt, wir haben in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland und zwar über allen Ebenen nur einen begrenzten Zeitkorridor von den nächsten 3, 4, maximal 5 Jahren, wo wir unsere Prozesse so gestalten müssen, dass wir die Dienstleistung für die Bürger in Deutschland noch so gewährleisten können, wie die es halt gewohnt sind. Sonst werden wir in 5, 6 Jahren Diskussionen haben, dass man sagt, an breiter Front werden Dienstleistungen staatlicherseits eingestellt. Ich meine, man kennt es von den Kommunen, keine Schwimmbäder und bestimmte Kulturleistungen werden nicht mehr erbracht. Das ist so ein müdes Plätschern, ja. Aber lassen Sie es mal bei zentralen Dienstleistungen sein. Ja? Also Sie stellen dann irgendwann einen Antrag auf Steuerrückerstattung und dann kriegen Sie ein Standardschreiben vom Finanzamt zurück. Die sagen, ja, also wegen der Situation, die wir hier so personalwirtschaftlich haben, voraussichtlich in 2,5 Jahren. Ja, also das ist eine Situation, die dann auf uns zukommt. Oder wenn Sie dann bei anderen Dingen, wo Sie kommunale Dienstleistungen in Anspruch nehmen, auch sowas haben werden. Und das macht sich leider keiner bewusst. Das heißt, ich verstehe überhaupt nicht, dass man nicht den Big Bang gehört hat und mal ein bisschen, ich sage immer, Think Big macht. Aber ich habe versprochen, wem habe ich versprochen? Dem Moderator habe ich versprochen, auch ein bisschen was Positives zu sagen. Es geht auch. Wenn man wirklich will, kann man das auch machen. Ja, also bei uns in unserem großen Haus, wo wir halt unterschiedliche Digitalisierte, Nicht-Digitalisierte haben, ich sage immer Beihilfe-App. Ja, also wir sind hier im Allianz-Forum. Also ich sage immer, unsere App ist besser als die von der Allianz, sage ich ja. Weil man da nicht nur keinen Antrag stellen muss, wenn man Beihilfezuschüsse für Krankheit bekommt, sondern auch da, wie bei der Versicherung, nur die Belege abfotografiert. Aber man hat auch einen Rückkanal. Unsere Leute kriegen dann aufs Handy, vorhin, Kollegin hat es gesagt, also aufs Handy halt auch den Bescheid, ja, das ist schon was anderes. Oder wenn man BAföG bekommen hat und muss rückzahlen, das machen wir fürs Bildungsministerium, da loggt man sich ein, übrigens mit dem elektronischen Personalausweis, und kann dann tatsächlich nicht nur sehen, wie viel man zurückzahlen muss, sondern kann komplett in die elektronische Akte reingucken. Das heißt, es geht, es geht. Ich wollte ein bisschen positiv ändern, man kann durchaus was machen, es müsste halt so ein bisschen mehr Wumms noch sein. Also nicht nur gesprochener. Es ist halt der große Diskrepanz bei Digitalisierung, wie bei anderen Themen auch, zwischen dem, was politisch erklärt wird und dem, was tatsächlich passiert. Und die Bürger sind halt nicht blöd. Die vergleichen und sagen, da ist die Diskrepanz da. So what? Ja, herzlichen Dank für diesen deutlichen Weckruf und dann aber auch den positiven Aufblick nach vorne. Dann würde ich gerne, Herr Radatz, nochmal an Sie übergeben. Sie arbeiten ja sehr direkt schon an Lösungen, dass der große Bang oder Crash, wie er hier auch angezeichnet wurde, vielleicht nicht passiert. Ihre Sicht? Also wir stoßen bei unseren Projekten häufig auf die ganz banalen Probleme, die sich dann zusammenfassen wie: wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit, wir haben keine Leute. Punkt. So fasst sich das quasi zusammen. Und, auf Seiten der Verwaltung, meinen Sie jetzt? Ja, auf Seiten der Verwaltung, genau. Und da ist natürlich das Wesentliche, dass wenn man mit denen so einen Prozess digitalisiert oder eine App erstellt, die Leute, die da sitzen, die haben ja diesen Job nicht gemacht, weil sie jetzt IT-Spezialisten geworden sind oder sowas. Oder ein wesentlicher Punkt ist auch, dass die Prozesse, die dort im Moment durchgeführt werden, bei ganz vielen Gemeinden überhaupt nie dokumentiert wurden. Also wir kennen teilweise nicht mal die Prozesse, die existieren. Dazu kommt dann der Punkt, dass viele Leute eben in Rente gehen werden. Das kann natürlich auch eine Chance sein, weil es ist auch keine gute Idee, schlechte Prozesse zu digitalisieren, ne? Also insofern müsste man das dann vielleicht mal in Zusammenhang sehen. Aber das Wichtigste, was den Leuten fehlt, ist eben die Vorgabe. Wenn die zumindest irgendwie wüssten, den Prozess, wenn der so läuft, dann kann ich das jemandem geben, einem Dienstleister oder wem auch immer, oder kann es zumindest in der Form dokumentieren, dann wäre denen schon geholfen. Aber an vielen Stellen hängen die einfach in der Luft, hängen in ihrem Alltag. Das ist dann so, dass in einer 10.000, 20.000 Einwohner-Kommune, da sitzt dann eine Frau Müller, die ist die Einzige, die die Kindergartenplätze vergibt. Und wenn die im Urlaub ist, passiert da halt nichts mehr, weil niemand kann nachgucken, was da steht oder wie man das macht oder wie auch immer. Das ist, also wir sind da wirklich teilweise in der Steinzeit, ne? Also es ist schlimmer, ich glaube, das unterste Drittel glaube ich nicht mal. Ich glaube, wir sind teilweise sogar drunter. Wir haben auch Kontakt mit Kommunen beispielsweise in Kroatien, die sind weiter als wir. Also es ist für ein Land, was eigentlich so einen Anspruch hat wie wir, einfach grottenpeinlich, was da abläuft, weil wir schieben wahnsinnig viel Geld raus für alles Mögliche, aber da lassen wir die Leute eigentlich hängen.
ist mein Gefühl. Weil die haben dann, wenn sie an Geld rankommen wollen, ja, da gibt es Töpfe, aber da ranzukommen erfordert wiederum ja auch eine gewisse Kompetenz. Ich muss ja dann eine Ausschreibung machen, die muss ja auch irgendwie aufgesetzt werden, inhaltlich korrekt und so weiter. Das kann nicht jeder, der ein beliebige Mensch, der in einer Verwaltung sitzt. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und dazu braucht es, und da ist eben der Föderalismus an der Stelle ein Problem, wenn es da irgendwie zentrale Vorgaben oder zumindest ganz klare Dinge gäbe, denen man folgen könnte, um zu sagen, da bin ich auf einem sicheren Weg, dann würden sich vielleicht mehr Leute auf dem Weg machen. Aber die haben halt auch alle Angst, dass sie etwas falsch machen. Das ist eben auch das Problem. Sie sind auch alle ständig damit beschäftigt, sich abzusichern. Deswegen werden zum Beispiel Ausschreibungen teilweise auch viel strenger gehandhabt, als sie eigentlich müssten. Also sie könnten Dinge auch einfacher machen, aber da haben sie dann Angst, dass ihnen hinterher was vorgeworfen wird. Also das sind so die rein praktischen Probleme, die da entstehen und die das Ganze wahnsinnig verlangsamen. Gern direkt. Ich würde gerne mal kurz kommentieren zu Ihrer ersten Aussage. Wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit und wir haben keine Leute. Also genau dasselbe hören wir auch in der Wirtschaft, wenn ein neues Projekt um die Ecke kommt. Es ist nicht so, dass alle sagen, ja, ich habe auf Arbeit gewartet und Kohle habe ich ohne Ende. Also das ist genau das gleiche Thema bei uns, können Sie bestimmt auch bestätigen. 100%. Und wie lösen wir das? Indem wir priorisieren, indem wir Geld beschaffen und indem wir Leute da draufsetzen, die das möglich machen. Also wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, hatten wir auch vorher schon gehört. Nur das musste ich unbedingt noch mal loswerden, weil das ist jetzt keine singuläre Verwaltungsthematik. Ja, das sorgt natürlich trotzdem dafür, dass es da ist. Also quasi die Ursache ist die eine Sache, aber es ist eben ein Hindernis. Und ich glaube, wir müssen erst gegen die Wand fahren, damit sich was ändert. Und das werden wir mit dem demografischen Wandel. Vielleicht eine ganz kurze zum Frage Risiko, weil da haben Sie vollkommen recht. Die Frage Risikobereitschaft ist schon anders. Öffentliche Verwaltung ist, da haben Sie viel mehr Beschäftigte, die Risiken scheuen. Und das, bei Digitalisierung ist das, gerade wenn es Innovatives, Neues macht, gerade neue Prozesse, schwierig. Ja, das ist besonders schwierig. Und da ist mein liebstes Beispiel immer Österreich. Österreich ist bei Digitalisierung sowieso weiter. Stadt Graz hat einen hohen Digitalisierungsgrad, da wollten dann irgendwie die Verantwortlichen das Ding nochmal voranbringen, haben Geld angemeldet bei ihrem Stadtrat, ich weiß nicht, wie es heißt in Graz, das ist eine relativ große Stadt, 300.000 Einwohner oder so, und hatten 3-4 Millionen oder was beantragt und haben das ausdrücklich bei ihrer Legislative beantragt, was wird der Bundestag da sagen, als Risikokapital. Die haben gesagt, wir wollen Digitalisierungsprojekte machen, wir wollen euer Okay, dass davon auch ein bisschen was vor die Wand laufen darf, ja. Das haben die gemacht in Graz. Österreich ist nicht so weit weg. Ja, herzlichen Dank. Auch eine tolle Überleitung, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Probleme an vielen Stellen erkannt. Tatsächlich ist ja auch nicht neu, dass vielleicht über die Sozialisierung über mehrere Jahrzehnte in der öffentlichen Verwaltung nicht nur Venture Capitalist-minded People unterwegs sind. Aber jetzt trotzdem das aufgreifen, um so ein bisschen ins nächste Thema zu gehen, haben wir auch mehrfach gesehen, gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung. Man kann auch dann mal von einem hinteren Platz recht schnell nach vorne springen, wenn man sozusagen den nächsten Megatrend annimmt und richtig mitgeht. Und Hypothese in den Raum gestellt, wir haben es heute über den Tag schon mehrfach gehört, generative KI ist wahrscheinlich sowas, kann wahrscheinlich in Teilen tatsächlich sogar Dinge wie Personalprobleme ein Stück weit abfedern, weil Dinge einfach vollautomatisierbar oder von einer Engine übernehmbar sind. Und an der Stelle jetzt einmal die Frage, und hier würde ich tatsächlich gerne mit der Wirtschaft anfangen, inwieweit spielt das bei Ihnen schon eine Rolle, auch in der Planung, also auch vor allem, wenn man jetzt über Themen wie Digitalstrategie bei Ihnen im Unternehmen nachdenkt, wie viel spielt das schon eine Rolle? Und dann würde ich gerne sozusagen den Gegenpart, also wie denkt Politik auch darüber nach, wie viel möchte man da möglich machen und dann wie viel passiert da auch wirklich gern dann aus der Wirtschaft in der öffentlichen Verwaltung und Ihnen in der Verwaltung. Aber fangen wir gern, Frau Fritsch, mit Ihnen an. Also ich würde mal sagen, künstliche Intelligenz ist jetzt erstmal vor kurzem in der breiten Masse oder auf dem Radar angekommen durch ChatGPT und durch diesen Impact, den diese kommunikative AI hat. Aber KI gibt es ja schon viel länger und wir setzen auch schon länger KI bei uns im Unternehmen ein. Unterschied zu Generative AI, KI betone ich, um
E-Mails zu klassifizieren, Kundenfeedback zu klassifizieren, natürlich alles anonymisiert und unter Datenschutzgesichtspunkten. Wir sind ja schließlich auch eine Bank und müssen da auch compliant sein. Aber Möglichkeiten mit künstlicher Intelligenz gibt es schon länger. Da müsste man nicht erst auf Generative AI warten, um da mal Projekte zu starten oder auch Themen zu starten, um manuelle Arbeiten, die mit Daten zu tun haben, in jeglicher Art zu erleichtern und zu automatisieren. Fahren Sie gern von? Ja, vielleicht da mal anknüpfend. Also kann ich nur unterstreichen, aber ich würde auch einen Schritt weiter gehen. Also auch bei Mastercard ist es natürlich so, dass für Themen wie Risikoprävention und so etwas wir seit Jahrzehnten das, was jetzt als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, maschinelles Lernen, Mustererkennung einsetzen und sehr erfolgreich. Aber wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, es bedarf eines gewissen Skillsets im Unternehmen, um so etwas auch tatsächlich zu nutzen. Jetzt kommt generative künstliche Intelligenz ins Spiel und wir gucken jetzt auf diesem Panel insbesondere auf das Thema Verwaltung. Also wenn ich das vergleichen würde mit einem Wirtschaftsunternehmen, was bisher noch gar nichts mit künstlicher Intelligenz am Hut hatte und möchte jetzt aber generative künstliche Intelligenz für irgendwas einsetzen, da würde ich sehr davor warnen, das zu tun. Also selbst Mastercard als Firma, die sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und das nutzt, ist verhältnismäßig vorsichtig beim Thema generative künstliche Intelligenz. Denn wir, wie viele andere Unternehmen auch, das ist bei Ihnen nicht anders, stehen mit unserer Marke für die Wahrhaftigkeit der Informationen, die wir verteilen. Und das kann man mit generativer künstlicher Intelligenz heute nicht gewährleisten. Aber dann braucht es auch ein bestimmtes Skillset, was das unterscheiden kann. Ist das gerade wahr, unwahr? Welchen Wahrheitsanspruch habe ich eigentlich gerade an das, was von der KI generiert wird, an das Ergebnis? Und wenn ich dann aus einem Skillset herauskomme, was noch gar nicht sozusagen den ersten Schritt gegangen ist, und dann würde ich sehr davon abraten, den zweiten gehen zu wollen. Herzlichen Dank für den Input. Das ist spannend, dass die Warnung an der Stelle tatsächlich aus der Wirtschaft so direkt kommt. Dann würde ich das gern direkt, Frau Schön, an Sie weitergeben. Sozusagen, wie guckt die Politik in der aktuellen Situation darauf und wie möchte man damit umgehen? Also meine Antwort wäre in eine ähnliche Richtung gegangen. Ich glaube, es ist unverzichtbar, dass wir KI auch in der Verwaltung einsetzen. Herr Fernkotter hat gesagt, was uns demografisch blüht in den nächsten Jahren. Und wenn wir unseren Staat insgesamt am Funktionieren halten wollen, dann brauchen wir natürlich auch künstliche Intelligenz. Aber die Bewertungskompetenz muss eben parallel eben auch mitsteigen. Es reicht nicht zu sagen, da brauchen wir uns nicht damit zu beschäftigen, weil das macht ja dann die KI. Wir haben ja eben auch eine Verantwortung und gerade wenn es um Leistungen geht, die wir Bürgern gewähren oder bis hin zur Justiz, wenn Gerichtsurteile gefällt werden, dann muss natürlich irgendwer die Verantwortung dafür übernehmen. Und deshalb brauchen wir viel mehr Digital- und Technologiekompetenz auf allen Ebenen. Und deshalb war ja auch eine Forderung, Sie haben eben Neustadt erwähnt, in Neustadt, die wir auch als Fraktion übernommen haben, dass künftig jede Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung Digitalkompetenzen haben muss, und zwar sowohl Projekt- und Prozessmanagement, was wir eben besprochen haben, aber eben auch die technologischen Kompetenzen. Und das ist zurzeit nicht gegeben und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was wir haben, auch verglichen mit anderen Ländern. Ich war vor ein paar Wochen in Singapur und da hat man einfach gespürt, da hat diese Kompetenzen gehen tief rein in die Verwaltung und auch in die Politik. Da weiß irgendwie jeder, wovon er spricht und wie er Technologie einsetzen kann, um die staatlichen Aufgaben zu erfüllen. Und bei uns ist das zumindest nicht flächendeckend da. Und ich will da auch nicht nur mit dem Finger auf die Verwaltung zeigen, sondern das gilt für den parlamentarischen Raum, das gilt für die Politik ganz genauso. Ich wollte es tatsächlich frech direkt nachfragen, sozusagen bevor wir in den Bereich kommen. Haben Sie denn das Gefühl, wenn Sie in Ihre 700-plus Kolleginnen und Kollegen schauen, ist es denn da ausreichend? Naja, es kommt. Also ich denke, das spüren wir ja alle insgesamt, dass wir insgesamt als Gesellschaft digital kompetenter werden, dass eben auch mittlerweile die Opa-Generation die digitalen Medien nutzt und dass jeder in seinem beruflichen Umfeld digitale Kompetenzen erwirbt, dass man ChatGPT auch jeder mal ein bisschen nutzt. Also insgesamt ist die Gesellschaft ja digital kompetenter, aber eben nicht auf dem Niveau, dass man eben auch technologisch
technologische Trends sehr früh erkennen kann, dass wir wissen, wie wir Technologie einsetzen können, um Probleme zu lösen. Und deshalb sind die Antworten, die wir geben, eben nicht auf dem Niveau, dass wir die Technologie schon mitgedacht haben. Dem will man ja gerade mit dem Digitalcheck der Bundesregierung irgendwie was dagegen setzen. Also jedes Gesetz muss nun darauf bewertet werden, ob es digital umsetzbar ist. Und ich würde mir wünschen, es gäbe auch eine Schleife, wo man überlegen kann, wo können wir Technologien einsetzen, um das Problem zu lösen. Und dieser ganze Digitalcheck muss natürlich auch viel verbindlicher werden, weil wenn ein Haus das zurzeit nicht macht, hat das überhaupt gar keine Konsequenzen. Schon irgendwie auf dem richtigen Weg, aber das müsste viel mehr, viel breiter, viel intensiver, mit viel mehr Schulung, Weiterbildung und nicht mit diesem Fingerpointing, sondern auch mit Spaß daran, dass wir jetzt die Aufgaben, die wir haben, dass wir da einen größeren Instrumentenkasten haben, die Aufgaben zu lösen und vielleicht dann auch mal den Anspruch haben, mal vorne mit dabei zu sein, dass die Welt guckt, ach, guck mal, wie die in Deutschland das gelöst haben mit dem, was man so hier Gebäude, Digitalisierung oder sowas. Das wollen wir jetzt auch so machen. Herzlichen Dank. Dann, Herr Fernkotte, vielleicht nochmal an Sie sozusagen als Präsident einer, wie Sie auch zu Recht sagten, riesigen Behörde. Findet es in irgendeiner Form bei Ihnen im Haus oder gerne auch in anderen, die Sie beobachten, schon statt? Also muss nicht ChatGPT sein, sondern jetzt... Nee. Also Künstliche Intelligenz natürlich findet statt. Also ich habe eben von der Wildfire-App gesprochen. Also was ist denn das für eine Software, die das quasi aus dem Foto rausholt und dann Daten transferiert? Das ist eine Software, wo KI natürlich implementiert ist, sonst funktioniert es nicht. Das weiß jeder. Also Fotos umwandeln in Daten, das passiert halt auf diesem Wege. Und wir machen relativ viele große Register als Dienstleister für andere, auch im Sicherheitsbereich und. Wenn Sie große Daten auswerten, ist ja wie bei den Banken auch, dann müssen Sie KI anwenden, ja, sonst kommen Sie überhaupt nicht hin. Selbst wenn nachher die Mitarbeiter selbst auf so einen kleinen Anteil drüber gucken, aber das kann man halt in den Mengen nicht und deshalb braucht man das ist vollkommen klar. Das ist eigentlich Potenzial, aber das verstehe ich die Waren aus der Wirtschaft richtig, ist quasi KI erst später. Weil wir haben noch enorme Energiepotenziale zu heben durch Automatisierung, was wir nicht gemacht haben in der öffentlichen Verwaltung. Also wir haben eine Fülle von Rechtsgrundlagen, die noch nicht mal angepasst werden müssen. Ich bin der Auffassung, für Digitalisierung müssen fast alle Rechtsgrundlagen angepasst werden. Aber wir haben viele, wo zum Beispiel kein Ermessen ist. Ja? Und wo kein Ermessen ist, kann man einfach Automatisierung umsetzen. Das ist noch nicht erfolgt. Und dann kann man dann quasi sagen, okay, was ist der zweite Schritt? Dann KI, dann auch für Massenverfahren und. Das wird alles ein schnellerer Prozess sein. Das ist gar keine Frage. Ich stimme der Abgeordneten schon wie immer in allem zu, mit einer Kleinigkeit, muss ich sagen, das darf ich noch mal gerade kurz sagen, was Abgeordnetebewusstsein angeht, also Sie immer außen vor gelassen, klar, aber ist das Bewusstsein, dass wir uns in einer neuen digitalen Welt befinden, wo wir auch anders denken müssen, ist da noch nicht so angekommen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Sie haben vorhin sehr zu Recht gesprochen, Herr Schäfer, dass wir über Standardisierung nur weiterkommen. Ja? Das muss man auch politisch denken. Also ehrlich gesagt, wenn man sich politische Programme unterhält, und es gibt Sozialprogramme, man will irgendwelche Vergünstigungen raushauen, ist ja kein Problem, dann geht das halt nur pauschal, standardisiert. Aber nein, da wird in endlosen Gesetzen die Einzelfallgerechtigkeit gesagt, das muss noch berücksichtigt werden, Abwägung in diesen Fällen anders. Da fragt man sich immer, an was haben die gedacht bei den Behörden und bei den Kommunen? Dass wir quasi wie in den 50er Jahren die Leute mit spitzen Bleistift rechnen lassen, ja? Oder haben wir heute große, komplexe Systeme, die nur pauschal abrechnen können? Also da ist das Bewusstsein noch null angekommen, ja? Also man kann dann eben auch sagen, wenn man sowas macht, muss man auch Standardisierung bei politischen Leistungen sagen. Oder wenn irgendwas zurückgefordert wird, ob das Steuern sind oder unsere BAföG-Geschichten oder sonst irgendwas, dann muss man auch mal standardisieren. Also wir haben mit Mühe durchgesetzt bei Zuwendungsverfahren, dass nicht Zinsen für nicht abgerufenes Geld verlangt werden. Vollkommen irre, ja? Also da mal quasi das politische Bewusstsein zu schaffen, dass man Rechtsgrundlagen anpassen muss für politisches Handeln. Und da Einzelfallgerechtigkeit in der digitalen Welt geht sehr begrenzt und ist richtig aufwendig. Und deshalb ist da irgendwann, muss man sagen, es geht pauschal oder es geht nicht. Das muss man dann eben auch politisch verkaufen und sagen, Leute, wir sind in einer anderen Welt. Ja, fairerweise, um da vielleicht einzuhaken. Ja, gern. Um da vielleicht einzuhaken, also gutes Case Study, die wir aktuell ja alle mit irgendwie verfolgen, ist ja dieses Thema Bezahlkarte für Schutzsuchende und wie sollen Leistungen sozusagen ausgereicht werden. Wir wissen alle, Naturalleistungen sind das prozessual allerteuerste, dicht gefolgt von Bargeld, was selbst bei einem Händler ja um und bei 3% kostet, wenn man das Ende zu Ende betrachtet.
Und man könnte natürlich mit der Digitalisierung über Standard sozusagen Bezahlverfahren die Kommunen, die Verwaltung direkt entlasten. Die Technologie ist da, die ist sehr alt. Es gibt viele Finanzdienstleister, die das sofort implementieren können. Wir stellen nur das Schienennetz sozusagen bereit, um diese Transaktionen abzuwickeln. Nichtsdestotrotz beobachte ich auch, dass wir in diesem Thema momentan auch sehr stark wieder in eine sich zerfasernde Debatte über Sonderlösungen und Spezialitäten sozusagen, die durchaus auch regional unterschiedlich sein mögen, reden. Da ist es vielleicht wirklich eine Frage unseres Mindsets und unserer, also eine kulturelle Fragestellung. Ist es überhaupt richtig, diesen Anspruch zu haben, immer sozusagen alles im Detailfall durchzudeklinieren, oder muss man an der einen oder anderen Stelle dann vielleicht auch akzeptieren, dass es nicht perfekt ist? Also insgesamt so ein bisschen grober Schnitzen, aber da würde ich jetzt tatsächlich auf den Flügeln gerne nochmal die Meinung hören, die Sie ja sehr viel auch mit den Kommunen und der Verwaltungsseite dort zu tun haben. Da auch nochmal eine Sicht dazu? Ja, also auch kein Widerspruch jetzt, glaube ich, zu den Vorrednern. Also ich glaube, was, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis ist, man muss wirklich einen Schritt nach dem anderen tun. Und ich glaube, dass eben auch das ganze Thema KI und die Möglichkeiten, die da sind, die müssen auf dem aufsatteln, was wir zum Teil noch nicht erreicht haben. Also wir sind nicht bei Harry Potter, dass wir sagen, Zauberstab und jetzt geschieht das Wunder. Und ich habe das vorhin nicht umsonst gesagt, weil das sind ja persönliche Erfahrungen, die wir ja auch in unseren Unternehmen gesammelt haben. Wenn in der Verwaltung Personal fehlt oder wir eine sehr hohe Personalfluktuation haben, also es macht keinen Spaß, dass man zu einem Thema im Jahr dreimal einer Verwaltung das Personal schult, weil es einfach dann wieder weggegangen ist. So, das heißt also, wir brauchen wirklich diese Kompetenz. Wir brauchen diesen nachhaltigen Kompetenzaufbau und dann kann man auch die nächsten Schritte gehen. Und was wir brauchen, ist also auch ein System zwischen den Rahmenbedingungen der Regulatorik, die wir haben, und den Dienstleistern, die es umsetzen, gemeinsam mit den Endanwendern. Also wir sehen das ja an den Strukturen des IT-Planungsrats. Ich meine, da wird halt geregelt, wie der Bund mit den Ländern zusammenarbeitet. Die kommunalen Spitzenverbände sind dort mit beteiligt, was wahrscheinlich auch nicht zu kritisieren ist. Die haben dort kein Stimmrecht, aber sie sitzen mit dort und können dort ihre Dinge dort mit einbringen. So, und dann gibt es halt noch weitere, die auch dort auch eine Meinung dazu haben, weil sie davon betroffen sind. Und oft ist es halt einfach so, dass bestimmte Dinge nicht umgesetzt werden können, weil man auf einer sehr hohen Abstraktionsebene etwas gut gemeint hat. Und wir wissen ja, gut gemeint ist ja oft das Gegenteil von gut. Und dass wir dann in den Niederungen der Ebene dann also tatsächlich an der Implementierung dann scheitern. Und dann verlieren wir nicht Tage, nicht Wochen, wir verlieren unter Umständen Jahre. So, und das ist das, wo wir jetzt gerade in diesem Dilemma in Deutschland dort drin stecken. Wir würden uns als IT-Dienstleister auch Lösungen für, ja, wo wir die Daten ablegen, ne? Also dieses ganze Cloud-Thema, das ist auch etwas, was dann natürlich mit reinspielt. Also wir müssen diese Datenschutzthematik mit Augenmaß dort beachten. So, und da ist es natürlich gut, wenn wir uns nicht zu sehr, wenn wir bei Softwareentwicklung dort auf den Endanwender schauen, der natürlich dort im Hauptfokus steht, zu sehr noch mit Infrastrukturthemen befassen müssen. Also uns wäre sehr geholfen, dass man sich wirklich dann auf die Usability, also auf den Endanwender dort konzentrieren kann. Da meine ich aber sowohl die Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und den Sachbearbeiter. Also das muss für die beide sehr gut funktionieren. Weil wenn ich nur nach draußen gucke, dann hat der Sachbearbeiter keinen Spaß. Und das spürt aber am Ende auch wieder derjenige. Und wenn deine KI unterstützend hilft, ist es wunderbar. Aber ich muss halt ein gutes Gefühl haben. So, und ich war vor 14 Tagen in NRW auf einem Kongress und da hat eine Referentin gesagt, wenn wir das mit der Verwaltungsdigitalisierung nicht in den Griff bekommen, ist es demokratiegefährdend. So, und ich meine, wir müssen auch da schauen, dass wir nicht das Vertrauen in das staatliche Handeln dort entsprechend verlieren. Und das wechselt halt, der persönliche Kontakt findet halt zunehmend am Wochenende online statt. So, und wenn die Dinge nicht funktionieren und ich da ein schlechtes Gefühl habe und das Ergebnis vielleicht auch nicht gut ist oder ich kann es gar nicht machen im schlimmsten Fall, dann wird das am Ende auch KI erstmal nicht lösen. Also wir brauchen hier, glaube ich, einen Stufenplan, wo wir dran aufsetzen können. Und dann der Traum, die Begriffe sind ja auch gefallen. Natürlich wünschen wir uns alle in der Branche Automatisierung.
Warum sollte man das nicht machen? So, und da kann man natürlich in so einer Wechselwirkung auch mit KI und anderen Dingen dort reingehen. Aber das Ganze muss natürlich so sein, dass wir das Vertrauen in die Systeme, in die Verwaltung dort nicht gefährden. Und wir dürfen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung dort um Gottes Willen nicht überfordern. Und da stehen wir an so einem Kipppunkt aus meiner Sicht. Das ist aus meiner Sicht wirklich im Moment ziemlich kritisch. Verstanden, auch hier der Mensch natürlich wieder im Mittelpunkt. Aber Herr Radas, ich will Ihnen es nicht aufzwingen, aber Ihnen nicht die Chance nehmen, auch noch Ihre Perspektive dazu einzubringen. Und ich habe Sie natürlich auf dem Schirm. Nee, also insgesamt denke ich einfach, dass wir uns einfach jetzt auf den Weg machen müssen, den Menschen in den Verwaltungen einfach auch mehr an die Hand zu geben und auch die Regulatorik ringsrum ein wenig aufzulockern und dem anzupassen, was jetzt passieren muss. Das ist eigentlich aus meiner Sicht das Wichtigste. Dankeschön, genau. Ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was Sie eben gesagt haben bezüglich Vertrauen in die Prozesse, Vertrauen in die Verwaltung und in die Demokratie. Da gab es vor kurzem eine Veröffentlichung in dem E-Government Monitor darüber, wie Bürgerinnen und Bürger darüber denken, wenn KI in den Verwaltungsprozessen eingesetzt wird, und die sind da eher kritisch eingestellt. Wahrscheinlich, weil viele auch gar nicht wissen, dass KI schon seit langem im Hintergrund automatisierend eingesetzt wird. Ich glaube, da muss man auch viel dafür sorgen, dass eine transparente Kommunikation stattfindet und dass wirklich auch sichergestellt ist, dass Bürgerinnen und Bürger dann diesen Prozessen auch vertrauen, auch wenn dann KI noch eingesetzt wird. Auch wenn es jetzt natürlich im Zuge von Generative AI erstmal in große Unsicherheit herrscht in der Bevölkerung. Herzlichen Dank. Herr von Königsmark, akzeptieren Sie bereits Publikumsfragen? Wir akzeptieren tatsächlich grundsätzlich keine. Okay. Sorry, ich habe es versucht. Ich würde auch gerne, aber ich habe strikte Anweisungen. Natürlich können Sie und alle, die danach noch da sind, gern direkt danach im Einzelnen ansprechen. Aber tatsächlich ist es vom Format so nicht vorgesehen. Dafür muss ich mich entschuldigen. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Aber trotzdem, wir sind in der Zeit, glaube ich, perfekt, um auf die Zielgerade einzuschränken. Ich würde gerne, ich fand es sehr spannend, ehrlich gesagt. Ich hatte mehr Begeisterungsstürme bei dem Thema erwartet, im Sinne von, ja, ist die Lösung, wir wissen noch nicht wie, aber es kommt. Fand ich ehrlich gesagt sehr bodenständig gut. Finde ich spannend, das so mitzunehmen, dieses, da ist Potenzial, aber wir müssen damit behutsam, vorsichtig mitgehen und vor allem bleiben die Menschen natürlich im Mittelpunkt und sozusagen, solange da das Wissen, wie damit umzugehen, ist nicht geschaffen, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Jetzt auf eine Technologie schwenken, die seit 10 Jahren eigentlich im Bau ist und mittlerweile eigentlich recht solide angekommen und irgendwie zumindest mal von außen betrachtet viel Potenzial hat, die digitale Identität oder digitale Identitäten in Deutschland, da wissen Sie ja alle, das kann der Personalausweis, ich glaube, mittlerweile ist er sogar automatisch freigeschaltet oder man muss immer noch Ja sagen. Ich bin nicht ganz sicher, aber ist perfekt, ist voreingestellt. Man braucht die PIN, die keiner weiß. Genau, man braucht die PIN, die keiner weiß, aber grundsätzlich geht das Ding und man kann es aufs Handy legen und sich damit sicher authentifizieren. Trotzdem nutzen das nur 14% der Bundesbürgerinnen. Gleichzeitig ist das ja auch was in der Privatwirtschaft angewendet und eingebunden werden kann. Und darum wollte ich an der Stelle das Thema nochmal aufgreifen. Also und wir fangen gerne wieder mit der Privatwirtschaft an. Also, tun Sie das schon? Darf ich ja, sehr gern. Ganz kurz eine Vorgeschichte dazu, weil das sonst wahrscheinlich von Ihnen keiner weiß. Wie der elektronische Personalausweis erdacht und konzipiert worden ist, hat das konservative Bundesinnenministerium dem Parlament damals vorgeschlagen, hat gesagt, wir müssen eine Marketingkampagne machen. Und da waren dann, ich glaube, 10, 15 Millionen, also für einen Haushalt nicht furchtbar viel. Und dann ist das von den Parlamentariern, übrigens federführend der FDP, gestrichen worden. Das sei nicht erforderlich. Das heißt, jedes Unternehmen wird sagen, wenn wir was Innovatives machen, müssen wir es den Kunden erklären, ja, und den Bürgern erklären. Und das ist damals, da gab es einen Geburtsfehler, den muss man wissen, ja. Das mag tatsächlich auch Teil der Erklärung sein, warum nur 14% es nutzen, weil wahrscheinlich nur 20% wissen, dass es funktioniert. Aber ich will trotzdem den Schwenk noch einmal hier rüber machen. Ist das, also grundsätzlich ist das in Ihren Branchen, ist das für Ihre Unternehmen interessant? Ist das vielleicht schon eingebunden? Sehen Sie da noch mehr Potenzial? Ist das gut? Ist das Mist? Weil insgesamt wird es ja in Europa schon gefeiert, als ist das solideste und beste und sicherste, was eigentlich man so haben kann. Ich bin gespannt. Fangen wir gerne mit Ihnen an.
Vielen Dank. Also ich glaube, der Geburtsfehler war nicht nur eine fehlende Marketingkampagne, sondern die EID war eigentlich zu früh aus meiner Sicht. Es gab keine Anwendungsfälle, man hat damals irgendwie noch mit dem Computer hantiert, dann braucht man ein Lesegerät, wo kommt man das jetzt her und wo ist jetzt meine PIN, weiß ich nicht mehr. Also da sind, glaube ich, mehrere Geburtsfehler zusammengekommen, aber die haben auch das Image der EID so ein bisschen geprägt und das hat sie bis heute noch nicht richtig aufgeholt. Ist wahrscheinlich auch einer der Gründe dafür, dass wir nur 14% Nutzung haben. Wir in der ING haben die EID seit ziemlich genau einem Jahr für Kunden-Onboarding eingebaut. Das heißt, man kann sich legitimieren über die EID. Wir sehen eine Nutzungsquote von ungefähr 20%. Es wäre noch höher, wenn die Leute ihre PIN wüssten. Aber immerhin kann man ja mittlerweile auch die PIN zurücksetzen lassen, sich einen Brief zuschicken lassen. Also das geht dann schon. Aber da ist natürlich noch Ausbau. Potenzial nach oben. Und es soll ja jetzt auch eine Marketingkampagne geben. Wir würden uns wünschen, noch ein bisschen enger eingebunden zu werden, weil wir aus der Wirtschaft natürlich auch noch mehr Drive mit reinbringen könnten. Herzlichen Dank, Herr Rauschek. Wollen Sie für Mastercard gleich fortsetzen? Ja, genau. Also es bleiben mir nur ein paar Punkte zu ergänzen. Also das eine sind in der Tat sind die Use Cases. Wenn ich damit einen Führerschein bestellen kann und eine Steuererklärung abgeben kann, dann ist das zu niederfrequent, als dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze und da als Konsument einen Nutzen empfinde. Also das braucht dort Use Cases, die häufig vorkommen. Jetzt bieten sich ja so Dinge an wie Transaktionen. Ja, wir führen Millionen Male jeden Tag Identitätsprüfungen durch mit dem 3D-Secure-Verfahren, also sozusagen starke Kundenauthentisierung. Man muss zwei Dinge erfüllen und dann wird man überprüft, ob man sozusagen der ist, der man sich vorgibt zu sein. Und das funktioniert sehr gut. Das heißt, wir würden uns wünschen, dass sozusagen in dieser Weiterentwicklung der EID das direkt mitgedacht wird. Wie soll das zukünftig überprüft werden? Was sind die hochfrequenten Use Cases, die wir brauchen, um dann tatsächlich die Akzeptanz zu skalieren? Nebenbei sei mir gestattet zu sagen, wir selbst, Mastercard, haben gegenwärtig keine Verwendung für den elektronischen Ausweis. Denn wir kennen keinen Konsumenten dieses Planeten mit Namen, auch wenn es 3,5 Milliarden Karten gibt, die unsere Marke tragen. Die Konsumenten kennen nur die Banken. Ja, das heißt also, bei Ihnen sind die Damen und Herren gut aufgehoben. Nichtsdestotrotz wollen wir dabei helfen, mit unserer Technologie die Use Cases zu erschließen, die das dann endlich zum Skalieren bringen. Ja. Verstanden. Insgesamt nehme ich deine durchaus positive Sicht aus der Wirtschaft darauf wahr. Wie sieht das in der Politik aus und kommt diese Werbekampagne? Weiß ich nicht, aber wär notwendig. Ich glaube wirklich, dass es das Problem war, dass einfach die Use Cases gefehlt haben und dass man daraus schließe ich, dass man jetzt bei jeder staatlichen Leistung eben auch gucken muss, dass man genau dieses Verfahren dann auch vorsieht. Also etwa bei der Grundsteuererklärung, ich habe es damit gemacht, es war total leicht. Also es ist wirklich leicht und deswegen habe ich mich total geärgert, als jetzt diese 300 Euro für die Studenten kamen und das ja auch einer der Use Cases war, dass ich dann massenhaft Klagen bekommen habe, das sei ja so kompliziert, sich da einzuloggen und ich dachte, ist jetzt nicht euer Ernst. Ne? So und vielleicht ist es beim ersten Mal dann auch noch ein bisschen umständlich, weil man dann wirklich den PIN vergessen hat, aber wenn man den dann mal hat, ich brauche ja auch, wenn ich Geld abhebe, irgendwie einen PIN, und habe mehrere Anwendungsfälle, dann ist es leicht, dann kann ich es nutzen. Und das ist aber dann eine Aufgabe auch an die Politik, dass wir eben auch gucken, dass wir die Anwendungsfälle dann auch schaffen und vorschreiben. Und das gilt nicht nur für die EID, sondern auch für alle anderen Sachen. Also wenn ich an die EFA-Leistungen denke, da haben wir jetzt hier den digitalen Breitbandbeantragung und wir machen hier ein staatliches Breitbandförderprogramm und schreiben nicht zwingend vor, dass Kommunen, die darauf Gelder beantragen, dass die dieses digitale Verfahren nutzen müssen. Ja, wie will ich denn so eine EFA-Anwendung in die Fläche bekommen, wenn ich nicht bei meinen eigenen Sachen das dann auch mal zwingend vorschreibe? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir jetzt haben. Und da ist natürlich der Power-User ist die Wirtschaft. Das ist das Banking vor allem. Und das sieht man ja auch in Skandinavien, in Estland, in Dänemark. Die sagen alle,
dass vor allem deshalb gut funktioniert, weil auch die Banken das System nutzen oder umgekehrt der Staat das System der Banken nutzt. Aber die Kopplung, die halte ich für sehr sinnvoll. Herzlichen Dank. Dann gucke ich einmal. Möchte dazu unbedingt noch jemand sagen? Sonst sind wir, dann zuerst Herr Schäfer. Wir hatten heute Morgen, ich glaube, das erste Panel hieß Reboot. Und ich glaube, der Personalausweis ist schlechter als sein Ruf. Also das ist halt, Sie hatten es richtig ausgeführt. Ja, schlecht. Also er ist besser als sein Ruf, ja. So rum, ja. Also, und das hat natürlich irgendwas, weil das ganze Prozedere, also man hat es vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt Sicherheit und wenig unter Nutzerfreundlichkeit, es wurde nicht richtig erklärt, es wurde ja auch nachgebessert und ich glaube vor 3 oder 4 Jahren war glaube ich auch dieser Wendepunkt, dass man es umgedreht hat und die Situation im Bürgeramt war ja so, dass selbst die Mitarbeiterinnen im Bürgeramt verunsichert waren. Also die haben dann, machen das lieber nicht und so. Das heißt also, im Grunde ist es ja das, was wir immer so ein bisschen ja mit dabei haben sollten, das ist die berühmte Mehrwertdiskussion. Also ein Verwaltungsmitarbeiter muss einfach am Schalter und die Chance hatte einmal in 10 Jahren, den Bürgerinnen und Bürgern dort einfach mal den Mehrwert mitgeben. Und da muss man ihnen natürlich helfen. Es gibt da Formate, ich kenne auch ehrenamtliche Vereine, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, die also das auch dann gebetsmühlenartig dann vorangebracht haben. Ich habe jetzt auch mit großem Interesse gehört, dass es wohl 2 Agenturen geben soll, die das jetzt bewerben sollen. Da muss man natürlich jetzt eben nicht nur 10 oder 15, sondern muss man jetzt wahrscheinlich einen deutlich größeren Betrag jetzt aufwenden, um das dort entsprechend wirkungsvoll zu machen. Aber ich habe herausgehört, wenn die Wirtschaft das vielleicht, die auch ein Interesse dran hat, vielleicht gemeinsam machen würde. Ich meine, dann kann man ja vielleicht auch die Reichweite, ne? Also da, wo man den Ausweis einsetzen kann, wenn man die Reichweite dort mit nutzen würde, dann ist vielleicht auch die Kampagne vielleicht nicht ein bisschen dort. Also wir sind bislang als Databund auch noch nicht angesprochen worden, also weil wir natürlich mit den Fachverfahren auch ein Interesse dran haben und jeder Kämmerer hat dieses Gefühl, er möchte halt gern wissen, wer das Geld und so weiter. Also es gibt also ganz viele Gründe, auch in den Fachverfahren dort auf die Funktionalität zurückzugreifen und auch hier geht, glaube ich, wenn man so eine Kampagne macht, vielleicht auch mal die Leute jetzt noch mal mit ins Boot nehmen, die hier also auch Interesse daran haben, dass da zum Fliegen kommt. Da kann man vielleicht dort das eine oder andere in die richtige Richtung treiben und vielleicht ist die Kampagne da nicht ganz so teuer, weil man natürlich dann die auch als Plattform mit nutzen kann. Also ich weiß nicht, ob hier einer im Raum ist, der mit der Kampagne dort zu tun hat, aber das wäre jetzt mir schon mal fast ein Herzensanliegen, weil wir haben dort etwas in Deutschland entwickelt und wir haben das auch als Bürgerinnen und Bürger jetzt auch immer bezahlt. Also wir zahlen ja mehr für den neuen Personalausweis und das, was wir mehr bezahlen, kriegen wir am Ende jetzt ja nicht wieder. Und das ist einfach extrem schade. Ja. Wir sind am Ende der Zeit. Ich will nur ganz kurz einen Hinweis geben. Für alle, die Elster nutzen, die wenigsten wissen, dass man Elster auch nutzen kann mit elektronischem Personalausweis. Ich habe es selbst probiert, es geht. Also ja, man muss nicht die Authentifizierung der Bayerischen Steuerverwaltung nehmen mit den 2. Das heißt, es tut sich ein bisschen was. Danke für den Hinweis. Und dann haben wir aber abschließend noch... Ich wollte nur noch einmal ergänzen, die Stimmung im Panel war jetzt mir ein bisschen zu sehr verwaltungslastig. Also wir sehen jetzt nicht nur die Verwaltung in der Pflicht, die E-ID anzubinden, sondern auch die Wirtschaft muss da mal ihre Hausaufgaben machen. Und da geht es auch nicht nur um Finanzdienstleistungen. Da gibt es ganz viele andere Use Cases. Zum Beispiel wird auf dem Digitalgipfel in der Plattform 5, wo wir uns auch engagieren, über die E-ID im Gesundheitswesen diskutiert und auch vorgestellt. Also da gibt es noch viel, viel mehr, wo auch die Wirtschaft dann in die Verantwortung mal genommen werden müsste, um auch die Use Cases dann mal anzubieten, die, wie Sie vorhin sagten, eine viel größere Frequenz haben, als jetzt einmal einen Führerschein zu bestellen. Tausend Dank. Dann würde ich tatsächlich abschließend nur noch einmal in eine letzte Blitzrunde gehen. Sie haben am Anfang, hatte ich Sie gefragt, der Hashtag mit Blick auf die digitale Verwaltung für 2023. Jetzt denken wir uns einmal ein Jahr weiter vor, denken wir sitzen sozusagen Ende 2024 wieder hier und welchen würden Sie sich wünschen, den Sie dann sagten auf meine gleiche Frage für 2024? Herr Radatz. Oje, muss ich wieder anfangen? Na gut, nein, ist fair. Fangen wir diesmal hier drüben an. Gemeinsame Erfolge. Endlich geht's los. Läuft. Good progress. Yes, we can. Jetzt geht's los, ja. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und dann noch einen schönen Abend.